Hallo, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten oder die den Film jetzt gerade erst wieder sehen. Hier ist der Mammen Freizeitkanal und heute bin ich nicht auf dem Wasser. Nein, wir gucken uns was Historisches an. Ein Schloss mit Umgebung, mit alten Bäumen. Und das werde ich hier heute mal in diesem Film so ein bisschen zeigen. Das Schloss ist jetzt ja, nicht riesengroß, aber ich habe hier früher einmal als Kind gespielt. Und ich finde das eigentlich sensationell. Ein kleines, schnuckliges Schloss, das Schönebecker Schloss hier in der Nähe. Und da sind auch ein paar Nebengebäude noch, die zeige ich auch. Das ist einmal die Schlosskarte und einmal das Schlossarchiv. Das ist auch ein altes Fachwerkhaus, was hier in der Nähe steht. Und wenn dann noch Zeit ist, dann gehen wir noch ein bisschen wandern hier in der Umgebung. Ja, im Hintergrund befindet sich eine uralte Eiche. Leider schon gestorben, aber sie steht immer noch da. Eichenholz hält ja ziemlich lange bekanntlich und da sind auch schon einige Äste abgebrochen. Ich zeige dir jetzt noch mal. Ja, halten wir uns nicht länger mit altem Holz auf. Gehen wir weiter durch den kleinen Weg hier, der zwischen Karte und Schlossarchiv führt. Und ich zeige euch mal erstmal vor dem Schloss die alten Fachwerkhäuser. Hier geht es einen kleinen Weg lang. Zwischen ganz alten Bäumen. Und da in sich kommt jetzt schon das Schlossarchiv. Das ist auch ein älteres Bauwerk, allerdings nicht so alt wie das Schloss selber. Das ist das Schlossarchiv, auch ein altes Fachwerkhaus. Und jetzt zeige ich euch die Schlosskarte, die liegt links von mir. Das kann man auch mieten. Und ja, wer Lust hat, kann auch feiern gehen. Das war die kleine Schlosskarte, auch ein altes Fachwerkhaus, wie gesagt, wo man auch feiern kann. Und machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Schönebecker Schloss, dem eigentlichen Hauptevent heute. Naja, die Mühle kommt auch noch, der Schlossteich kommt noch und ein bisschen im Wald gehen wir auch noch spazieren. Denn bei solch einem schönen Wetter muss man einfach draußen. Auf dem Weg zum Schönebecker Schloss jetzt erreichen wir gleich die Toreinfahrt. Ja, wer will, kann auch heiraten hier im Schloss. Sieht man hier an den Werbeflyern. Für mich ist die Zeit vorbei. Aber vielleicht für andere.
Das Schönebecker Schloss wurde Mitte des 13. Jahrhunderts auch urkundlich erwähnt. Ja, da wird wohl einer einen Zettel genommen haben und hat aufgeschrieben, hey, hier ist was. Das schreibe ich mal auf. Hier zu sehen die Rückseite vom Schönebecker Schloss. Und etwas auch zu sehen, jetzt kann man es ganz gut sehen, die beiden Schornsteine, Entschuldigung. Und in der Mitte war noch mal ein dritter. Vielleicht findet ihr diese alten Postkarten, wo das mit den drei Schornsteinen auch mal zu sehen ist. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde das Schloss dann im Barockstil hier aufgebaut oder erbaut, soweit ich das nachlesen konnte. Aber da könnt ihr selber mal schauen auf der offiziellen Seite vom Schloss Schönebeck. Und wir gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter rum, damit wir alle Seiten sehen. Ich lasse das mal so ohne Sprache kommentiert. Ich glaube, da stört die Sabbelei nur und ich glaube, Bilder sind einfach besser. Ja, wer jetzt darauf gewartet hat, dass ich auch im Schloss filme, nein, das werde ich nicht machen. Könnte ich zwar,
Aber das müsst ihr euch selber anschauen. Das Schloss ist vollgepackt mit Sachen aus dem Walfang, Fischerei, Schiffsbau, Tauwerk. Wahnsinnig viele Sachen aus der Seefahrt. Hier in der Nähe in Groen war auch mal eine alte Fischerei. Da sind auch, ist ein Heringsorden ausgestellt. Also das ist alte Stuben. Eine alte Küche ist da mit uralten Gerätschaften, ein alter Herd. Also wirklich sensationell, das hier sich mal anzuschauen. Und jetzt gehen wir weiter zur kleinen Wassermühle, die sich hinter mir befindet. Ja, richtig bemerkt, wer hier ein Mühlrad sucht, der sucht wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre noch, das gibt es nicht mehr. Es ist nur noch so ein kleines Sperrwerk hier vorhanden, so ein kleines Staukonstrukt, was ich gerade eben gezeigt habe. Aber auf alten Bildern kann man sehen, dass hier eine Wassermühle existiert hat und hier fließt, glaube ich, eine Aue irgendwo in diesen See rein und das Wasser wurde hier gestaut und entsprechend dann genutzt, die Wasserkraft. Wirklich herrlich hier. Hier diese kleine Aue, die in den Schlossteich mündet. Und hier vorne sehe ich da auch schon wieder eine kleine Möglichkeit, mal eben Pause zu machen. Ja, an dem Platz mache ich mir auch erstmal ein bisschen Mittag. Was habe ich heute dabei? Zitronenwasser, einfach nur Wasser mit einer ausgepressten Zitrone, immer gut. Und wir schauen nochmal, dann ein gesunder Apfel und Zeltheringe, nein, Möhren, kann man vielleicht auch als Heringe benutzen. Was haben wir noch? Eine Pistole, eine Banane. Ja, das war's auch schon. Mehr braucht man auch nicht. Habe ich sonst noch irgendwas? Nee. Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen Pause und danach werde ich noch ein bisschen wandern gehen. Mal gucken, ob ich das noch filme. Ansonsten sage ich schon mal an dieser Stelle Tschüss. Wenn ihr Lust habt,
auf weitere Filme, dann gerne meinen Kanal abonnieren und Daumen hoch oder wie der immer. Auch einen Daumen nach unten finde ich gut, wenn es richtig scheiße ist. Entschuldigung, aber naja, muss er sich aber selber für sich entscheiden. Einen Film zu drehen macht immer eine Menge Arbeit. Das Zusammenschneiden macht auch eine Menge Arbeit und bin meist dann nachts irgendwie gegen 1, 2 dann fertig. Dann das Hochladen noch. So eine mega schnelle Leitung habe ich auch nicht, aber gut. Also, bis zum nächsten Mal. Es grüßt euch Ralf und habt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag und jeden Tag ein Abenteuer. Denkt dran.